Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Pixelmon, dem Dragodia-Projekt. Wir bauen eine Pokémon-Region und ich habe jetzt gerade auch gesehen, ein Amigento wurde gesichtet. Und das schauen wir mal kurz an. Ich weiß gar nicht mehr die Kurzwahl. Cool. Ja. Ob es irgendwo in der Nähe ist? Leider nein. Gehen wir doch kurz mal das suchen. Also irgendwie sind die Spawns entweder weit weg oder einfach ein bisschen verbuggt. Aber ich denke, das ist ein Griffel. Ja, wir können es schon finden. Wir brauchen jetzt ein Pokémon, das fliegen kann. Und ich weiß gar nicht, wie die Attacke Fliegenden geholt werden kann. Wahrscheinlich bei einem Attackenlerner, wie ich im ersten Part auch schon gesagt habe. Jo, ich habe aus dem Mistkräfte installiert. Jetzt können wir dann. Ist da? Nein, das ist ein Softcon. Das ist ein blaues Softcon. Ein pinkes. Also, das ist mein Softcon. Ja, ja. Ich dachte schon, es gibt nochmal so ein pinkes. Ja, die sind sehr selten scheinbar. Wusstet ihr, dass Shinies früher mal, glaube ich, tauschte Zahlencodes waren, also aus der 1 wurde zum Beispiel die letzte Zahl und so weiter und dadurch wurde die Farbe festgelegt. Ich weiß nicht, ob es immer noch ist oder ob nur teilweise es ist, aber zum Beispiel hatte das Glurak dann schwarz. Das ist einfach, weil schwarz der letzte Zahlencode ist und rot wahrscheinlich der erste ist oder so. Genau weiß ich das natürlich nicht, wie die Codes gemacht haben. Zum Beispiel in Minecraft hat ja auch jede Farbe einen Code oder jeder Block einen Code. Und dadurch wurde das so festgelegt. Und ich habe damals auf einem Server von Genix ein schwarzes Glurak gehabt. Und mit dem konnte ich dann auch fliegen. Ja, entweder ich suche das ständig oder ich hole es mir einfach irgendwie. Nein, ich hole es mir nicht irgendwie, weil ich ja nicht cheaten will. Also ich kann ja auch nicht, glaube ich, so direkt cheaten. Nee, meine ich natürlich nicht, aber ich tue es, solange wir möglich suchen. Ich möchte nämlich wieder ein schwarzes Sichlo. Und das ist eine gute Challenge. Also ja, sind dennoch gar nicht so selten, die Shinies. Sind nur noch 4.000. Damals waren sie 8.000. Also 1 zu 8.000. Und jetzt sind sie nur noch 1 zu 4.000. Das ist grundlegend, glaube ich, schwarz und weiß oder X und Y wurde das geändert, scheinbar. Es war einfach viel zu selten. Und ich habe damals in der Gold- und Silber-Edition, also Kristall-Edition, habe ich dann eher benutzt. Alle Pokémon transferiert und das war schlimm. Habe ich lange Zeit, habe ich die Pokémon alle in Shiny gesucht. Und das waren Hunderttausende von Spielstunden. Ja. Gut, okay. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wieso die Shinies so schwer zu finden sind. Wahrscheinlich einfach mit Flug drüber fliegen. Dann geht's schon. Ich habe eben da diese Edelsteine mitgenommen für die Tutoren. Jetzt gehen wir zu diesem einen Arceus-Altar. Ich weiß nicht, wo der ist. Flug-Arena, Pflanzen-Arena, Osirok. Da, Timespace, Chirantina, genau. Weil hier hatte ich öfters diese Tutoren in der Nähe. Und hier sieht man halt auch viel Swampy. Überall Swampy. Ja, also da hat es zum Beispiel noch wahrscheinlich einen Trainer. Jo. Und wenn wir fliegen können, können wir natürlich besser farmen. Und im Farmen können wir dann ja, Dörfer und Häuser bauen und so weiter. Das ist jetzt ein Tutor. Ich möchte gerne das Safcon-Level, das greifen wir dann mal an. Safcon, Polygon. Oh nein, Polygon sind ja die schwierigen, die sich noch nicht so gut besiegen kann. Mist. Okay. Komm, mach vorwärts. Psystrahl, ja, macht aber auch nicht so viel Schaden. Nein, falsche Taste. Da rechts ist es. Leutschere macht, glaube ich, schon genug Schaden, ja.
Ja. Nein, nicht, nein, ja. Gut, für Sieg, okay. Sehr gut. Also. Level 10, Level 11. So, und jetzt Smatebot kann, glaube ich, auch fliegen, auch wenn es irgendwie nicht realistisch ist. Sieht auch schon so aus, als würde es jetzt mitten im Kampf ja, sich entwickeln. Oh, Sichler wurde 46. Wurde auch noch ein Level Up. Ja, das ist nicht so gut. Volltreffer ist auch nicht so gut. Ja, das wurde auch. Okay. Nanu, Safcon entwickelt sich. Mal schauen, wie der aussieht. Also sicher pinke Flügel. Safcon, also wie Safcon. Das ist der Safcon. Zu Smeppo, also wie sieht der Smeppo jetzt? Ah, okay. Genau gleich wie in der Anime. Nicht die Flügel sind auch pink, sondern im Anime-Folge, weiß nicht wie viel was Ding ist. Ja. Stachelspore auch. Und dann noch Konfusstrahl. Hä? Nein, Windstoß? Nicht mehr Konfusstrahl? Nicht Konfusstrahl, diese andere Attacke. Konfusion, genau. Also Windstoß, ich weiß nicht, Giftpuder. Ich mag Gift nicht so, so langsam. So, kann man dir noch die Attacken bewegen? Scheinbar schon. So, sehr gut. Also, boah, oh Gott. Erschreck mich doch nicht so. Das ist ein Onyx? Was ist das? Stalos, Stalos. Was ist das? Die Weiterentwicklung von Onyx in Boss Lila oder so. Okay. Verstanden. Man sieht es leider nicht gut. Das können die Entwickler auch noch besser machen. Da ist ein Panzeoron. Der Frühaufsteher. Ich weiß nicht, diese Titel bekommen sie einfach irgendwie? Weil der eine. Hallo. Ich kann nur hoch. Kann ich. Ja, der Auserwählte ist auserwählt. Okay. Genau, Lavita wollte ich fangen, konnte es aber nicht. Er ist ausgebrochen und ja. Er hat mir da die zwei Smaragde gegeben. Ich glaube, der Knochen. Könnte ich eigentlich irgendwie. Ja, mit Fulpix auch nicht. Mit Nebulak? Nein, ist Boden. Boden ist, glaube ich, gut gegen. Ja, ist zu low. Okay. Greifen wir nicht an, die holen wir später. Was ist das hier? Ah, Pupita, die Weiterentwicklung. Okay. Ja, das Problem ist einfach, Pixelmon hat auch nicht gerade so gute Dropchancen für diese Attackenlerner. Beziehungsweise es gibt zu viele auch. Oh, ein grünes Boss. Panzerung. Ist Level 5 fair? Ich probiere es mal zu fangen. Ich tue es einschläfern. Und dann versuche ich es zu fangen. Gut. Aber mit einem Ding jetzt. Also die. Dingbälle sind nicht mehr so gut. Mit einem Superball habe ich noch. Okay. Puh. Bitte, bitte, Lavita, Lavita. Nein. Wieso? Mann, was brauche ich denn noch für einen Pokéball, ey? Um dich zu fangen. Du schläfst, hallo, du kannst gar nicht aufwachen. Ja, okay. Gut, wir haben Lavita weiblich gefangen. Ist lustig. Weil Lavita, ja, okay. Ist natürlich besser als. Ist nicht besser, aber ist natürlich klar, dass die auch Weibchen haben, natürlich. So, Abschlag hat der. Der hat auch nicht Flug. Also, die haben bestimmte Attacken, scheinbar. Und manche Pokémon können die lernen, oder? Und dann sind sie schwarz. Gut, was haben wir denn sonst noch? Haben wir noch einen?
Nur Trainer die ganze Zeit. Eigentlich möchte ich jetzt auch noch Nebulak trainieren. Also, ist halt einfach ein bisschen schwer, dass man ja nicht so viele Le also, dass man relativ schnell die hat. Transfer-Tutor. Was ist eigentlich Transfer? Also, Typen von Attacken. Rollentausch. Flächenmacht. Psyche. Ein Psycho-Feld aktiv wird. Okay. Ja. Also es tut einfach irgendwie ein Psycho-Feld machen und beim zweiten Mal macht es mehr Schaden oder so. Also die Arena sieht so cool aus von hier. Das ist, glaube ich, die Pflanzen oder Käfer. Ja, Käfer. Arena. Aber die habe ich ja auch markiert. So, aber ja. Wie viele Pantheon hier herumfliegen. Ich habe jetzt leider keinen Tutor mehr. Okay, der gibt auch noch viel. Komm, was ist jetzt schon wieder los? So, jetzt. Was? Download? Igons Download? Angriff oder hört. Ich werde Daten über diesen Kampf sammeln. Ja, mach du das. Ich hoffe, er stirbt nicht. Oh nein, der hat auch wieder. Okay, Psystrahl ist ja nicht so stark gegen uns. So, dann haben wir besiegt. Nochmals. Download. Nebulak. Nebulak. Drei Level geschafft. Und ja, er muss auch noch stärker werden. Leider sehr effektiv. Die haben leider Donnerschock und das ist gegen Flug. Sehr effektiv. Ich hoffe, es überlebt, sonst haben wir ein Problem. Ja. Okay. Da habe ich nicht gelesen, was er gesagt hat. Aber nicht so schlimm. Das ist ein Level 35er. Eben. Der haben wir schon angeschaut. Das ist noch ein Level 36er. Was ist das da, das E-Grüne? Ist eine Beere. Nehmen wir doch ein paar Beeren noch mit. So, als nächstes denke ich mal Zaubertisch machen, aber wir können noch nicht wegen den Level. Wir müssen noch ein bisschen Level sammeln. Ja, das müssten wir meinen oder angeln. Ich weiß gar nicht, wie man sonst Level bekommt. Aber gut. So. Ja. Du auch. Ich mache auch mal Klingel. Klingeltanz. Vielleicht wird es mir ja dann auch noch schlechter oder. Ja, es muss mir auch schlecht gehen. 10 rote Aprikokos sammeln, das kann ich ja hier machen. Über. So, 7 müssen wir sammeln. Rote muss ich sowieso noch setzen. Setze ich sie woanders. Wieso ist das limitiert? Okay. Nicht hier. Die kann ich wieder setzen, okay. Komisch. Wieso sind die limitiert? Mein Gott, ich habe einen so guten PC. Also. Geheilt sind sie, die haben wir geheilt. Hier unten ist übrigens das, was ich schon gesammelt habe vor dem Part. Ja, jetzt haben wir das während dem Part noch gesammelt. Oben habe ich teilweise schon Ding. Und hier habe ich eine einwandfreie Superangel. Die andere Angel ist irgendwie ja, schlecht gewesen. So, genau. Und die sind vom anderen Part. Ich habe 6 Diamanten gefunden durch diese Dimension. Da gehen wir jetzt mal rein. Die sind hier. Also die erste war nicht so gut. Die zweite war besser, weil ich habe ja Kakteen gesucht. Mit den Kakteen kann ich dann eben auch noch die Dinge machen. Hier unten. Ja, jetzt haben wir einfach keine Fackeln. Keine Kohle für Fackeln.
Vielleicht haben wir unten auch noch Ding. Also jetzt müssen wir leider noch diese 5 Level haben. Und ich wollte ja ein Deko, also Deko Craft Table machen für den Rucksack, genau. Aber den brauchen wir jetzt noch nicht so dringend. Machen wir vielleicht im nächsten Part. Machen wir auch wieder alle zweiten. Ich mache manchmal, wenn ich dann eine bessere Spitzhacke habe, alle dritte. Das reicht. In der neuen Edition würde ich das nicht machen, in der 1.18. Oh. Ich muss jetzt mal kurz schauen, dass ich da genug sehe. Ich habe keine Kohle für Fackeln. Okay. Ja, sonst müssen wir noch mal kurz rausgehen. Ja, ich habe sowieso keine. Mist, da habe ich jetzt nicht geschaut. Ah ja. So. Und jetzt nochmals hingehen. Also Kohle mitnehmen. Haben wir hier noch Holzkohle? Wir haben nur Kohle. Ist ja nicht so schlimm. Ich finde ja genug Kohle. Jetzt. Genug schnell. So, und was wollte ich nochmal? Spitzhacken, genau. Dafür brauche ich jetzt auch nochmal ein bisschen Holz. Sowieso Holz drin, das nicht hier hingehört. Sondern hier oben. Nehmen wir doch Dschungelholz, ne? Nehmen das Schwarzeichenholz. Das kann ich besser gebrauchen. Die auch hier rein. Ist schön, das weiße Sand. Also, das hätten wir hier in der Welt wahrscheinlich nie gefunden. Weil manche Biome sind so selten. Und es ist auch gut, man kann Mistcraft-Welt machen mit meinem Supplenty-Ding. Ja, Biomen und Auswahl. Das ist super, also. Da bin ich froh drüber. Richtig froh. So, also, dann gehen wir wieder ins Buch. Und ja. Sonst machen wir das mit dem Kaktee. Nein, Kaktussen. Kakteen, natürlich. Ja. Da haben wir jetzt schon mal. Ich habe nur zwei gefunden. Die sind sehr selten in diesen weißen Wüsten, aber immerhin gab es. Und ja, zwei muss ich jetzt mitnehmen. Die anderen habe ich, glaube ich, hier reingetan, oder? Ich weiß gar nicht, wo die sind. Ja. Und ja, dann brauche ich noch das Crafting-Rezept. Okay. Also, zuerst mal hier rein tun. So. Und das Crafting-Rezept müssen wir einfach hier rausholen. Deko. Das weiß ich gar nicht mehr, wo das ist. Oh, wie haben wir jetzt das wieder rausgefunden? Einfach hier drauf geklickt. Dann. Ja, das Problem ist, den finden wir nicht so direkt. Ich will nur wissen, wie man ihn macht. Deko. Genau. Okay, jetzt habe ich ihn wieder. Deko Bank heißt er. Da unten noch ein Ton. Ton haben wir ja. Auch vom Pokémon bekommen. Und jetzt muss ich nur wissen, wo Ton ist. Das ist Beton. Ton. Nein, das wird nur dort gesucht. Ich muss das Inventar durchsuchen können. Ja. Ton ist in Bällchen irgendwo. Auch irgendwo die Bällchen. Da ist einer. Wow. Tonklumpen heißen sie. Da sind zwei. Uff. Wie schwer das ist, einfach so viele Items zu managen, merke ich immer wieder in Mods. Ey, da hast du manchmal einfach viel zu viele Items. Na ja gut, aber der Mod, der muss halt Items machen, aber nicht so viele immer. So heftigst. Also wir haben zu wenig Tonklumpen. Wir greifen jetzt hier einfach diese Felina. Capufala. Das ist eines der Sonne- und Mond-Schutzgeister der Insel.
Wir haben jetzt gerade momentan sehr viel Glück mit Legendaries. Natürlich tue ich nichts ändern, also. Ja, ich glaube, das ist der Gelbe, von der ersten Insel Kapufala. Einfach mal nachschauen bei ja, Wikipedia, Pokepedia oder wie es heißt. Ist so ein gelben. Hat so komische Flügel, so wie ein Ei, glaube ich, geformt. Wenn er sich zusammendrückt, die Flügel so zusammendrückt. Der muss irgendwo hier im ganzen Dschungel sein. Ich finde den natürlich nicht so direkt. Der Dschungel ist auch sehr uneben. Aber das ist cool, dass wir zwei Pokémon-Spawns in einem Ding haben. Jo. Ich tue die Werte nicht ändern, solange wir wirklich weiterkommen. Es kann schon sein, dass wir völliges Unglück haben und so und mal erzwingen müssten. Aber das dürft ihr entscheiden, falls ihr hier auch aktiv sein wollt und so. Ja. Freue mich über die paar Likes. Und ja, ich werde einfach mal weitere Videos machen natürlich. Ich bin nicht so einer, der einfach ein Projekt beendet, wenn es nicht gut ankommt. Ja, eben, wir müssen Ton sammeln. Ich weiß gar nicht, in einer Dimension hatte ich keinen Ton. Ja. Gut. Kannst du mir Ton schenken? Du Level 8 Ferne. Da, Felino, die brauchen wir. So. Ja, machen wir schon lecker. Oh, das ist aber Hochlevel. Machen wir keinen Booster. So, eine meiner Katzen wurde raus. Bei dem Zimmer, eine unter dem Bett, die andere war oben über dem Bett. Schleckerheit. Ja, komm, ich wechsle. Weißnebel. Das war Weißnebel schon wieder. War das Hai, also von diesen statusverändernden Haien? Okay, jetzt schläft es, jetzt können wir wechseln. Komm, wir nehmen jetzt mal Knorki muss leveln. Ich will unbedingt diesen. Nein, nicht Impalgator, das ist ja Feuerriegel. Tornupto? Nein, Tornupto ist Feuerriegel und Impalgator ist Ding. Okay, kann ich mal. Akkuknarre! Ah, H2 ist Absorber? Cool. Wusste ich gar nicht. Ich glaube, Kratz ist nochmal am effektivsten. Verzog sich Felino, setzt Slam ein. Slam kann, glaube ich, betäuben. Boah, ist der zäh. Wusste gar nicht, dass Felino so zäh ist. Also, warum habe ich die immer mit Pflanzenattacken besiegt, weil sie Wasser, Boden sind? Genau, einen Tonklumpen haben wir wieder. Oh, Molot, ja. Runter. Ah, hoch geht's. So, nein. Oh Gott. Nicht so herumwackeln. Oh, coole Perspektive. Kreuzschere ist sicher auch ziemlich. Nein, nicht sehr effektiv, ja. Geht leider eher mehr Sand. Schade. Ich dachte mehr Tonklumpen, dass wir endlich das kräften können. Aber schaut, wie schwer es ist und nur eine andere Mod oder so. Ja, weil wir einfach diese. Ja. Diese Items jetzt nicht so gesammelt haben, oder? Ein Mod stört den anderen und man kommt einfach bei einem Mod dann nicht vorwärts, weil es irgendwie an Rohstoffe fehlt, weil wir natürlich hier alles lassen wollen, wie die Natur es gegeben hat. Ich glaube, jetzt haben wir genügend. Sieben, nein, noch einen. Ich glaube, noch ein, oh nein, noch zwei. Es muss ein bisschen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ein Tonklumpen geht, wahrscheinlich schon neun Ding haben. Okay, aber hier haben wir noch einen Morlot. Bitte mehr geben jetzt. Ach komm. Oh. Was? Sichler wird schläfrig? Nein. Weg damit. Ja! Jetzt haben wir genügend. Boah, ist das schwer. Boah. Das ging jetzt lange.
Ja, ein Tonklumpen ist natürlich zu wenig, liebe Pixelmann-Entwickler. Auch das Leveln macht doch, dass wir ein bisschen besser leveln können, weil wir keine Monster haben. Klammerband. Ah, verbundenen Angriffen, okay. Ab hier. Nein, sie war nur zu klein. Es war nur klein, also 2x2. Stimmt, schon lange nicht mehr gecraftet. Ja, und jetzt muss ich nochmal schauen. Was war's? Deco Bank. Ah, Crafting Table, klar. So. Ich dachte schon irgendwas Schwierigeres. Aber nein. Aha. Es fehlt aber noch ein Item. Ist es so gemacht worden? Wie heißen die? Grün. Da. Erde, Sand. Sand haben wir im Inventar. Jetzt noch Erde. Boah, ist das schwer. Hey, geh mal weg, Jammer. So, und so. Ja. Machen gleich zwei. Die müssen wir später nochmals investieren. Jetzt ist, glaube ich, egal, wie anordnen. Hoffentlich. Hä? Okay. Ist es falsch angezeigt worden? Ah, hier unten. Ah, okay, mit dem normalen. Ja, jetzt haben wir das einfach so ein bisschen, ja, schwieriger gemacht. Ja, ich habe es jetzt einfach nicht so gesehen. So, also die haben wir jetzt. Und jetzt müssen wir einfach noch herausfinden, wie wir die Rucksäcke machen. Das ist cool, man kann es so richtig anordnen. Also die Rucksäcke müssen wir jetzt zuerst finden. Die Items, die Symbole sind auch so klein, kann man das nicht größer machen. Ja, ich habe halt so groß den Hut kleiner gemacht, damit wir ein bisschen mehr Übersicht haben. Also ein Hut könnte ich schon wieder größer machen, aber. Ich finde es einfach verpixelt. Das ist nicht so gut. Weg. Machen wir doch mal den weißen. Aha. Ich kann gar nicht herausfinden. Also dann müssen wir schon kräften. Wir suchen. Weg. Genau. Nicht genug Ressourcen. Also muss ich das hier einfügen. Zwei. Aber steht gar nicht, wie viel Lehm müssen wir auch noch. Ja, Lehm muss ich dann craften. Also craften. Ding holen. Ich könnte jetzt eigentlich den Lehm wieder zurückkräften. Ne? Dann haben wir eigentlich genügend. Ah, geht gar nicht mehr. Tun wir den mal rein und ich hole mir dann einfach mehr Lehm. So. Gut, und jetzt müssen wir einfach diese Farben. Ich werde mich vorbereiten, werde sehr viel farmen. Hier habe ich, glaube ich, noch Blumen irgendwo gefarmt. Nein. Keine Blumen mehr gefarmt, weil ich es nicht wusste. Hier haben wir Blumen geholt im letzten Part. Das war im letzten Part. Vor dem letzten Part. So. Sand muss ich holen, Erde muss ich holen. Ja. Okay, da haben wir nochmal ein bisschen Blumen. Red Mold, ich weiß gar nicht, Red Mold. Gibt was? Auch Rosenrot. Ja, würde ich nicht vergeben. Also, ich weiß nicht, ob ich das. Kann ich das anpflanzen? Doch richtig. Wir haben recht viel zu tun. Also ich glaube hier drauf nicht. Ob ich die jetzt vermehren könnte irgendwie, aber wie? Also wie geht das mit dem? Ich
Ich hab gar kein Netherrack. Ja. Kein Netherrack. Ich würde vielleicht auch noch im Nether ein bisschen Sachen sammeln. Aha, hier haben wir auch noch ein paar Sachen. Du gehst mal weg da, du bist hier im Weg. Gehst du mal weg, bitte? Blöder Dschungelbär. So. Gut, was haben wir denn jetzt? 30. Jo. Ich mach mal, ja, denke ich, den Part jetzt aus. Ich bereite mich vor für den nächsten Part. Dauert halt vielleicht ein, zwei Tage. Ich sage, ich mache das heute noch und dann gibt es morgen wieder ein Part. Wird hoffentlich nicht so schwierig sein. Sonst hole ich mir einfach noch ein Flug-Pokémon und suche einfach den Flug-Tutorial. Sonst haben wir ja dann Probleme, das wieder nicht so voll. Ah, okay, jetzt haben wir ein paar genügend Rohstoffe. Jetzt nochmal Backpack. Ich brauche den einfach. Nein, nicht Backpack. Ja, jetzt können wir einen craften. Wir nehmen den Blau. So, und den kann ich jetzt öffnen irgendwie. Nicht dein Ernst, das ist nur. Ja, und wie kann ich den nutzen? Das ist nur zum Anzeigen. Ist wirklich? Okay. Ich tue einen Backpack-Mod, Adventurous Backpack, einfügen. Und dann geht's weiter. Das habe ich ja halt vor dem Part eigentlich vergessen. Hätte ich noch machen sollen. Wenn ihr noch mehr Mods kennt, die nützlich sind. Ah, genau, Iron Chest mache ich ja noch, weil so viele Kisten kann ich wirklich nicht. Also Iron Chests und Backpack einfügen. Okay, dann mache ich das bis zum nächsten Part. Dankeschön fürs Zusehen und bis dann. Tschüss.